LU-262. Der Erstflug der Saita war 1955 und die Indienststellung 1962. Ausgemustert in Ägypten in den 90er Jahren. The aircraft entered service in Spain and remained in service until 1992. And interestingly, it also was in service with the Egyptian Air Force right up until the 1990s. Sich erworben und nach manchen zur Restaurierung überführt. Qualifiziert, wie gesagt, die Messerschmitt-Stiftung mit freundlicher Unterstützung der Airbus-Gruppe. This particular aircraft was built in Seville in 1966. In 1995, it was brought to Manching, the home of the Messerschmitt Stiftung. 150 kilogram. Erreichte die Saita mit ihren beiden Turbomotoren nach Rotterdam und Tschechien-Wagen. Ungefähr 650 kilogramm. Producing 3,500 horsepower, which gave the aircraft a maximum speed of 655 kilometers an hour. Saita erreicht damit eine Flughöhe von 13.000 Metern, ungefähr 43.000 Fuß, eine erstaunliche Leistung für die 50er Jahre. Was it was able to reach an altitude, an operational altitude of 13,000 meters. That's 43,000 feet, which was quite something for the 50s. Auf jeden Fall, und als es die Saita überhaupt ein Gruß des Piloten Marc Frattini, der uns heute die Saita vorstellt. Marc hat 4.500 Flugstunden.